Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Jack885 an. Dieser hat über Shirtinator geschrieben, welches er mit 4,7 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Shirtinator Review. Shirtinator im Test. Stellen Sie sich einmal vor, eine komplette Garderobe mit Kleidungsstücken zu haben, die allesamt mit einem großen Aufdruck Ihres Gesichtes versehen sind, wo Sie eine Grimasse ziehen. So absurd und lächerlich das auch klingt, in der heutigen Zeit ist ein solches Vorhaben nicht nur möglich, sondern auch relativ kostengünstig. Im Internet ist alles personalisierbar. T-Shirts, Hemden, Hosen, Handyhüllen, Kissen, Tassen, Decken und so weiter. Ja, sogar ein Fahrradsitz kann mit jedem gewünschten Motiv verziert werden. Ob zum Verschenken, zum Selbstgebrauchen, um eine Gruppenaktion mit etwas extra Schliff zu versehen oder einfach um jemandem einen Streich zu spielen, für all das liebe ich die Möglichkeit der Personalisierung von Kleidung und Objekten. Shirtinator soll dabei all das mit einem super Service und zu einem guten Preis anbieten. Ist es so oder kommt es mal wieder anders als gedacht? Was genau ist Shirtinator? Wie bereits erwähnt, vermarktet Shirtinator seine freigestaltbaren Artikel online und lockt mit einer großen Vielfalt an Produkten und Designideen. Seit 2005 existiert das Unternehmen und hat seinen Hauptsitz sowie die Produktion in München. Von Beginn an hatten sie viele Erfolge zu verzeichnen und können inzwischen von mehreren Millionen zufriedenen Kunden sprechen. Shirtinator ist zertifiziert von Trusted Shops und hat von den insgesamt über 16.000 Bewertungen ein bemerkenswertes sehr gut mit 4,73 aus 5,0 Punkten erhalten. Auf der Webseite werden neben T-Shirts und Pullovern auch noch sehr viele verschiedene andere personalisierbare Objekte angeboten. Zum Beispiel selbstgestaltbare Puzzles, Buttons zum Anstecken, Trikots, Mauspads, Kissen und sogar Fahrradsattel. In seiner weiten Vielfalt an Möglichkeiten steht Shirtinator der Konkurrenz auf jeden Fall in nichts nach. Was soll der Spaß kosten? Shirtinator-Preise sind sehr verbraucherfreundlich gehalten. T-Shirts fangen bei 12,99 Euro und Polos bei 19,99 Euro und Sweatshirt bei 22,99 Euro. Für je 5 Euro Aufpreis kann man ein eigenes Bild in hoher Qualität zur Webseite hochladen und zum Aufdruck hinzufügen. Schaut man in den Zählbereich, kann man Jacken erstaunlicherweise schon ab 15,99 € finden. Bei soliden Preisen bekommt man meiner Erfahrung nach hochwertig verarbeitete Textilien und mit hoher Qualität gedruckte Motive. Bestellt man in größerem Umfang für eine Firma oder für die Abschlussklasse und kommt damit über 50 Aufträge desselben Produktes, fallen die Preise stark. Dabei beginnen die Preise für T-Shirts bei 3,63 €, Poloshirts bei 5,51 € und Pullovern bei 17,12 €. Selbst eine ordentliche wetterfeste Jacke kann man in der Massenbestellung ab 40 Euro erhalten. Das sind auf jeden Fall angemessene Preise, bei denen sich ein Gruppenkauf definitiv lohnt. Mit Shirtinator Geld verdienen. Eins meiner persönlichen Lieblingsfutures von Shirtinator ist, dass man seine eigene Kampagne starten kann. Hat man ein eigenes Design oder Motiv entworfen, kann man es kostenlos bei Shirtinator anmelden. Man gibt die genauen Details an, legt einen eigenen Preis und eine gewünschte Menge fest, die es dann zu erzielen gilt. Darauf teilt man das Produkt mit all seinen Freunden, Kollegen, Fans und Kontakten. Sobald eine gewisse Anzahl an Bestellungen eingegangen ist, beginnt Shirtinator mit der Herstellung. So schnell hat man seine Kreativität mit der Welt geteilt und sich noch dazu einen ganzen Batzen extra Geld dazu verdient. Und das alles braucht nur eine gute Idee, die richtigen Kontakte und etwa 10 Minuten Zeit. Eine Kampagne zu starten wird von Shirtinator kostenlos für jeden angeboten und kann somit nur ein Gewinn sein. Angetan von der Idee will auch ich mich bald einmal darin versuchen, eine Kampagne zu starten und hoffe auf das Beste. Für diesen Bereich werde ich mir aber die T-Shirt-Formel sowie T-Money 2.0 zulegen, um keinerlei Fehler zu machen. Meine Shirtinator-Erfahrungen. Shirtinator-Qualität. In den letzten Monaten durfte ich bereits mehrmals meine Erfahrungen mit Shirtinator machen. Dabei hatte ich die Gelegenheit, das Unternehmen genauestens zu testen. Meine erste Bestellung waren 2 Kapuzenpullover mit einem Bild, von mir zusammen mit einer Freundin. Wir bestellten uns die Pullover zwecks einer Themenparty, um dort einen Partnerlook darstellen zu können. Im Schnitt kostete einer der hellgrauen Pullover mit Bildaufdruck etwa 30 Euro. Der Pullover hatte angemessen hohe Qualität und das Bild ist auf beiden Exemplaren makellos aufgedruckt worden. Auf der Party haben wir viele Komplimente für die gut aussehenden Outfits bekommen. Somit war ich zufrieden mit meiner ersten Bestellung bei Shirtinator. Auch nach mehrmaligem Waschen hat der Aufdruck immer noch vollsten Bestand und hat keineswegs an Farbe verloren. Ein zweites Mal hatten wir für den 60. Hochzeitstag der Großeltern T-Shirts, Tassen und ein Puzzle mit allen Enkeln als Motiv bestellt. Das Designen der einzelnen Artikel verlief dabei tadellos und die Bestellung wurde sehr schnell ausgeführt. Innerhalb von etwa 5 Tagen hatten wir unsere Geschenke, welche die Großeltern mit Freude und großer Begeisterung in Empfang nahmen. Auch hier war an der Qualität wieder nichts auszusetzen und alles für einen soliden Preis. Erst kürzlich hatte ich ein drittes Mal das Vergnügen, mit Shirtinator zu bestellen. Diesmal ging es darum, für den Männertag T-Shirts mit gleichem Aufdruck zu kaufen.
Wir bestellten also 20 Mal dasselbe Shirt und bekamen sogar noch etwas Mengenrabatt durch eine zu der Zeit laufenden Aktionen. Wieder einmal war die Ware von ausreichend guter Qualität mit einem Top-Service. Aus meinen 3 Bestellungen und den eigens gesammelten Erfahrungen kann ich nur schließen, dass es sich bei Shirtinator tatsächlich um eine klasse Firma handelt. Gerne bestelle ich wieder über sie, falls sich ein Anlass ergibt. Shirtinator eigens zu testen hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt. Shirtinator Review. Mein Fazit. Wie anhand meines Erfahrungsberichtes zu erkennen ist, hatte ich bis jetzt nur positive Erfahrungen mit Shirtinator. Die Ware entsprach den Erwartungen und der Preis ist wirklich nicht schlecht. Hat man ein größeres Event anstehen oder braucht ein Geschenk der besonderen Art, bietet Shirtinator die wohl beste Option, um danach zu suchen. Ich für meinen Teil kann Shirtinator nur wärmstens weiterempfehlen und hoffe, dass ich auch Ihnen mit meinem Test eine Hilfe sein konnte. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.